Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zum Thema AutoChess Mobile. Mein Name ist Malefitz und wenn ihr dieses Video seht, habt ihr erfolgreich den Weg zu meinem YouTube-Kanal Malefitz Gaming gefunden. In dem zeige ich euch jede Woche eine neue Aufstellung. Heute wird es die Gletscher-Clan-Ritter-Aufstellung sein, die sehr, sehr erfolgreich in den oberen Rängen gespielt wird. Momentan bin ich auf der Stufe König 2 auf gutem Wege zu König 3 und danach kommt dann nur noch die gute Stufe Dame und damit ist dann Ende im Gelände. Die Aufstellung wird sehr, sehr, sehr häufig gespielt, ist hart umkämpft, genauso wie die Magier, 6 Magier, Drachenmagier. Ansonsten gibt es noch viel Jäger. Ja, so die Aufstellung sehe ich sehr, sehr häufig. Ab und zu mal die Aufstellung mit 6 Assassinen. Ja, so sieht die Meta momentan aus. Wir befinden uns kurz vor dem Patch, beziehungsweise wenn das Video vielleicht am Montag rauskommt, gibt es den Patch schon und dann kommen die 2 neuen Klassen Zauberer raus. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich die Meta verändern könnte. Die 2 neuen Zaubererklassen erlauben es, wenn man, glaube ich, 3 Einheiten zum Beispiel von Agersis zusammen hat, dass diese Synergie auf 4, wenn man die Zauberer-Synergie hat, hochgestuft wird. Also so braucht man zum Beispiel für die Goblin-Aufstellung, die relativ schwierig ist zusammenzukriegen, die besteht aus 6 Goblins, braucht man dann nur noch 5 Goblins und 2 Zauberer. Dann hat man den 6 Goblin-Bonus und ja, so soll das irgendwie funktionieren. Da bin ich sehr gespannt und freue mich schon drauf. Ja, heute zeige ich euch, wie gesagt, die Gletscher-Clan-Ritter-Aufstellung. Wir sind mittlerweile in Runde 3. Wir haben schon mal den guten alten Geisterklingen-Ritter gefunden. Eine der Einheiten, die man auf jeden Fall für die Aufstellung sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ansonsten noch sehr gut ist der Höllenritter, der böse Ritter, dann der Frostritter, der Verräter, der verzweifelte Doktor, dann haben wir noch den Fortune-Teller mit im Gepäck und ich glaube, das war's. Ja, dann hat man die Gletscher-Clan-Synergie voll auf 4 und man hat die Ritter-Synergie auf 4 von 6. Ja, dadurch kriegen alle Ritter-Einheiten Schilde um sich rum. Alle 2 Sekunden haben sie zumindest eine Chance von, ich weiß nicht, 45%. Ein Schild um sich herum zu bilden, der dann Schaden abhält. Ja, heute ist ein bisschen was Besonderes, habe ich mir überlegt. Und zwar, ich versuche so ein bisschen die Wirtschaft euch zu erklären in dem Spiel, ja, wie man so sein Gold handhabt. Ja, viele, vor allem auf den unteren Rängen, ich auch, als ich angefangen habe, ja, immer schön rauspulvern. Das Gold und das ist auf jeden Fall keine gute Strategie. Die funktioniert in den seltensten Fällen. Ja, und deswegen gucken wir hier in dem Video mal, dass wir den Haushalt von unserem Gold mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, jetzt haben wir gerade 0. Ja, am Anfang versucht man immer so viele Einheiten, so viele Paare wie möglich zu bilden. Da unten sind schon 2-mal der Himmelsbomber, der Seelenbrecher und 1-mal der Verräter. Jetzt habe ich noch einen Höllenritter gefunden und einen Himmelsbrecher. Ja, da an dem Punkt des Spiels war mir noch nicht so ganz klar, na, spielst du heute lieber Goblins, Roboter oder Gletscher-Clan-Ritter? Und ja, an dem Punkt hier habe ich mich, glaube ich, schon so mehr oder weniger für Gletscher-Clan-Ritter entschieden, weil die halt super stark im weiteren Spielverlauf sind. Am Anfang muss man ein bisschen, entweder man hat ein bisschen Glück und kriegt gleich den Höllenritter auf 2 oder den Geisterklingenritter auf 2. Sobald man irgendwie am Anfang des Spiels den Geisterklingenritter auf Stufe 2 hat,
Da kann man auf jeden Fall so bis Runde 10 schon mal ganz gut durchbrechen und vielleicht eine Siegesserie aufbauen. Wird mir in diesem Spiel allerdings nicht gelingen. Somit entscheide ich mich dann für die andere Siegesserie, und zwar die Verliererserie, die ist mitunter sehr, sehr lukrativ, weil ich dann jede Runde, wenn ich weiß nicht, ich glaube, wenn man 3 Spiele oder so hintereinander verliert, kriegt man jede Runde ein Siegesgold, Quatsch, ein Verlierergold dazu. Verliert man noch ein paar Runden, kriegt man 2 und dann kriegt man irgendwann 3. Ja, geht dann ein bisschen auf die Gesundheit, da muss man ein bisschen aufpassen, aber man kriegt auf jeden Fall immer so 2 Gold, 3 Gold plus, statt so mitten im Feld rumzudümpeln. Ja, also wir sehen hier, wenn ich es mir gerade angucke, der Baton, der hat halt 100 Gesundheit, hat noch nicht einmal verloren und der hat auf jeden Fall eine gute Siegesserie, kriegt bestimmt jetzt so in der Runde immer plus 3 Gold dazu oder 2, weiß ich jetzt noch nicht. Der ist auf jeden Fall auf einem guten Pfad und wir eher nicht. Wir haben noch 93 Gesundheit, auch nicht so schlecht. Und versuchen jetzt so die 10 Gold zu halten. Ja, sind damit relativ gut dabei. Ja, einer, der vor uns auf Platz 4 gerade, auf Platz 5 gerade steht, der hat 17 Gold. Was aber völlig in Ordnung ist. So, jetzt habe ich hier noch den Flammenmagier dazu geholt. Der beeinträchtigt halt unser Gold nicht. Und ist eine ganz gute Einheit, um wenigstens eine gegnerische Einheit zu töten. Ja, hat in dem auch mal funktioniert. Der Werwolf hat sich zum Glück nicht geteilt in seine 3 Wölfe. Somit kriegen wir nicht allzu viel Schaden. So, jetzt sind wir bei 19 Gold angelangt. Und ab 20 Gold kriegt man halt immer pro Runde 2 Interessengold dazu. Deswegen verkaufe ich jetzt wieder den Flammenmagier und bin jetzt bei 22 Gold und setze einfach den Frostritter ein. Oder den Verräter. Gut, der Verräter. Ja, um vielleicht eine Einheit aus dem Spiel zu nehmen und die vielleicht ja, zu töten, aber wird mir hier nicht gelingen. Wir sind halt super schlecht. Wir sind nicht super schlecht, aber wir sind super schwach. Wir können hier gar nichts reißen, wir schaffen nicht mal eine Einheit. Und so ist das halt. Aber ist auch nicht schlimm. Ja, 77 Gesundheit ist ganz gut. Hab jetzt noch die, wie heißt sie? Mö? Ne? Ich komme gleich drauf. Quelle der Magie genommen, falls ich daran denke, nachher in die Magier, also 6 Magier Aufstellung zu wechseln, wäre die Quelle der Magie wenigstens schon mal eine Magier-Einheit. Nicht die beste, da müsste man dann eher den Geist des Donners finden oder den Flammenmagier, der war nicht schlecht. Vielleicht einen sehr, sehr verfrühten Tortulla-Elder, ja, der ist auch sehr, sehr gut. Aber den findet man eher selten im Anfangsstadium, weil der Tortula Elder halt eine epische Einheit ist. Und die findet man nicht so schnell. So, also wir sind auf der Loser-Strecke, sind jetzt bei 27 Gold, bekommen alle 2 Gold dazu, was nicht schlecht ist. Ja, hier kämpfen wir jetzt Goblin-Roboter. Ja, die sind halt super stark im Anfangsspiel. Hatte ich ja auch am Anfang genommen, allerdings habe ich kein Upgrade gefunden, somit tja, verliert man dann halt. Und viel wird es vielleicht auch so gehen wie mir hier gerade am Anfang. Ja, man sieht so, irgendwie finde ich hier gar keine Upgrades für meine Einheiten. Wenn es nicht noch mehr Spieler gibt, die auf eine Verliererserie hoffen, dann kann man durchaus den Weg einschlagen als derjenige, der die Verliererserie einschlägt. Somit in dem Spiel ich. Und es gibt eine ganz coole Strategie, die ich in einem anderen YouTube-Video bei Exoundril gesehen habe. Und zwar nennt sich die Strategie
High Rolling. Also wir versuchen so viel Gold wie möglich anzuhäufen. Wir leveln überhaupt nicht bis zu einem bestimmten Punkt. Wir wollen ja auch nicht aus dem Spiel ausscheiden in Runde, keine Ahnung, 20 mit 0 Gesundheit und 100 Gold auf dem Konto. Das bringt uns ja auch nicht viel. Und diese High-Rolling-Strategie funktioniert sehr, sehr gut mit Einheiten, also 1 Gold-Einheiten und 2 Gold-Einheiten. Warum? Zwischen Level, also auf Level 5 und Level 6 hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf 1 Gold- und 2 Gold-Einheiten. Und da bietet sich auf jeden Fall die Goblin-Roboter-Aufstellung sehr gut an oder aber auch die Gletscher-Clan-Ritter-Aufstellung, weil die stärksten Einheiten, die so 1-2 Gold kosten, sind auf jeden Fall bei der Gletscher-Clan-Aufstellung der Höllenritter und der Geisterklingenritter. Sobald man die auf Level 3 hat, da ist das Spiel schon fast gelaufen. Und man versucht halt, wie gesagt, so viel Gold wie möglich anzuhäufen, so wenig Gesundheit wie möglich zu verlieren. Und es geht noch ganz gut, wenn man den Fortune-Teller findet. Ja, in dem Spiel habe ich den jetzt halt nicht gefunden auf der Stufe, aber der bewahrt einen halt noch ein bisschen mehr Gesundheit. Irgendwie seine Priesterfähigkeit senkt den Schaden, wenn man ein Spiel gegen einen Gegner verliert, um, keine Ahnung, 1 oder 2 Gesundheit. Weiß ich nicht, ich glaube 1 Gesundheit auf Stufe 1, 2 Gesundheit auf Stufe 2, irgendwie so. Zumindest verliert man nicht so viel Gesundheit. Wir sind hier ein bisschen glücklich unterwegs, weil die Gegner anscheinend auch nicht so viel Bestienkrieger spielen. Da gibt es dann auch ab und zu gerne mal den guten Giftwurm. Und der Giftwurm spawnt die ganze Zeit so kleine Würmer. Und die machen halt pro Wurm auch nochmal extra Schaden auf die Gesundheit. Und das ist nicht zu empfehlen. So, hier dummerweise haben wir jetzt eine Runde gewonnen und wir verlieren unsere Verliererserie. Ist aber gar nicht schlimm, wir sind jetzt auf 50 Gold und kriegen jetzt jede Runde 5 Gold dazu. Sind jetzt hier bei 57, der vor uns ist, hat der rollt gerade runter auf 42 Gold. Aber wir haben eine andere Strategie und sparen unser Gold auf bis Runde, ich weiß nicht genau, ich glaube ab Runde 15 oder 16 wird mein ganzes Gold in Einheiten investiert. Ja, davor am besten nicht leveln. Ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt leveln, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1 oder 2 Goldeinheiten finden, wieder gesenkt. Also die Strategie funktioniert nur so auf Stufe, auf Level 5 und 6. Ab Level 7 hat man dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, andere Einheiten zu finden. So, jetzt haben wir mittlerweile schon den Geisterklingenritter auf 2, den Höllenritter auf 2 und den verzweifelten Doktor auf 2. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Geisterklingenritter hat auch schon die Maske, die Frantic Mask. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Zumindest die eine Einheit verstummen lässt, sodass sie ihre Spezialfähigkeiten nicht mehr ausführen kann und einen Angriffstempo-Bonus von 40% gibt. Ja, und da der Geisterklingenritter nur eine passive Fähigkeit hat, habe ich glaube ich schon im letzten Video mal gesagt, ist das nicht so schlimm, wenn er stumm ist, weil dann, ja, dem passiert halt nichts. Der hat halt keine Spezialfähigkeit, die er abfeuern kann. Jetzt sind wir mittlerweile bei 66 Gold. Jetzt kommt die Wolfsrunde. Dafür sind wir, glaube ich, ganz gut gewappnet mit unserem Höllenritter auf 2, unserem bösen Ritter, der, ich weiß nicht, die Fledermaus haue ich, glaube ich, noch raus. Quatsch, hier den Frostritter. Und wechsle ihn durch den Verräter. Genau, so sieht die Aufstellung schon mal ganz gut aus. Hier wieder mein Tipp. Die stärkste Einheit unten links in die Ecke pressen, damit der große Wolf hoffentlich die Einheit angreift und alle Einheiten, die nicht so viel aushalten und viel Schaden austeilen können, oben links
Aber man kann die Aufstellung auch unten rechts nehmen. Ja, dann steht die stärkste Einheit, die viel Schaden tanken soll, in der rechten unteren Ecke und rechts oben die, die Schaden austeilen. Und das funktioniert meistens ganz gut. Ja, hier ein bisschen. Wir waren mal glücklich und haben alle Wölfe besiegt. Wir haben jetzt auch schon die Erneuerungskugel. Also zwei Heilungskugeln und zack, können wir die Erneuerungskugel bilden. Die ist auf jeden Fall in der Gletscher-Clan-Ritter-Konstellation sehr, sehr gut nachher auf dem Sturmschaman. Allerdings sind wir da echt noch weit entfernt. Wir versuchen erstmal alle Einheiten auf Level 2 zu kriegen und Stufe 7 zu erreichen. Bei Stufe 7, da haben wir dann die Synergie 4 Gletscher-Clan-Mitglieder und damit den Tempo-Bonus auf allen Einheiten und die Ritter-Synergie auf Level 4. Oder auf Stufe 4. So, jetzt haben wir hier schon den verzweifelten Doktor fast auf Stufe 3. Haben noch zwei Geisterklingenritter gefunden und den Frostritter auf 2. Also wir haben jetzt zwei Sterne Frostritter und damit sind wir jetzt zumindest schon mal ganz, ganz gut aufgestellt. Ich glaube, ich rolle danach noch weiter nach unten, um einfach man versucht wenigstens eine Einheit auf Stufe 3 zu pushen. In dem Fall wird es mir bei dem verzweifelten Doktor gelingen, glaube ich. Hoffe ich. Ja, da ist er, der verzweifelte Doktor. Und nochmal zwei Höllenritter gefunden und noch einen Sensenmann. Ja, jetzt versuche ich noch irgendwie noch einen Höllenritter zu finden oder einen Geisterklingenritter, aber und die auf Stufe 3 zu bringen, habe ich leider nicht geschafft, aber okay. Jetzt hat er mir auch mehr oder weniger alle Einheiten durcheinander geworfen, was aber nicht schlimm ist. Ich glaube, die Runde gewinnen wir trotzdem. Ja, mit dem verzweifelten Doktor auf Stufe 3 ist man schon echt gut dabei. Der haut schon ordentlich rein. Und durch seine Spezialfähigkeit werden die gegnerischen Einheiten auch permanent daran gehindert, irgendwas zu machen. Da fliegt dann immer dieser komische Cocktail in irgendeine Richtung. Und von einer Einheit zur anderen. Und ich glaube, auf Stufe 3 macht dieser Cocktail, springt der 8-mal hin und her zwischen den Einheiten. Und das ist echt super stark. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier wieder ein bisschen Formation reinbekommen. Ja, unsere Tanks, der Höllenritter, der böse Ritter und der auf Stufe 3, der verzweifelte Doktor, hat auch super viel Gesundheit. Die in die Front und der Geisterklingenritter, Verräter und der Fortune Teller hinten in der letzten Reihe. Ja, da haben wir schon gesehen, wie stark die Drachen-Magier-Kombination sein kann. Ja, hier so ein Tortulla-Elder, der haut einfach mal unseren Geisterklingenritter aus den Latschen. Aber die beiden haben das schon geschafft. So. Ja, jetzt haben wir 14 Gold nur noch. Aber wir haben eine 3-Sterne-Einheit. Und das so früh im Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Wir sind jetzt auch auf einer, naja, Siegesserie, weiß ich gerade gar nicht. Aber wir haben 54 Gesundheit noch. Wir stehen ganz gut da. Wir müssen jetzt gucken, dass wir unser Gold wieder aufbauen. Und dann auf Level 7 hochkommen, damit wir unsere Synergie für die Gletscher-Clan-Ritter zumindest erstmal voll haben. Ja. So, jetzt kämpfen wir hier gegen eine 6-Krieger Aufstellung. Die ist halt super stark, ja, mit so viel Rüstung. Da können wir jetzt noch nicht viel gegen machen. Aber dafür haben wir schon mal den Sensenmann auf unserer Bank. 2 Stück davon. Der wird uns nachher helfen, auch die Aufstellung umzuboxen. Also die Aegersis-Synergie durch den bösen Ritter und den Sensenmann reduziert die gegnerische Rüstung um
sind so Zahlen, weiß ich nicht, 5, glaube ich. Und damit wäre der 6-Krieger, der 6-Krieger-Bonus auf jeden Fall hinfällig. Und wir sind wieder auf Augenhöhe und haben auf jeden Fall eine Chance, die zu besiegen. Jetzt mit nur 6 Einheiten haben wir da gar keine Chance. Der andere hat auch 7 Einheiten. Ja, dann wird es halt schwer. Ja, Runde 20, tödliche Ursa. Wir sind zum Glück bei 20 Gold angelangt. Das passt ganz gut. Wir bekommen 2 Gold dazu. Leveln jetzt hoch auf Level 7, damit wir unsere... damit wir unsere Aufstellung erstmal so weit komplett haben. Da hat mich jetzt auch dazu entschieden, die Erneuerungskugel auf den verzweifelten Doktor zu setzen und nicht zu warten, bis ich Level 9 bin und der Sturmschamane dazu kommt. Bis dahin würde die Erneuerungskugel halt einfach bei mir im Rucksack liegen und ich würde davon halt kein Profit machen. Ja, sieht man hier, wie oft hier die Cocktails hin und her fliegen. Das ist halt echt schon super stark. Also kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn man dem verzweifelten Doktor den gibt, die Erneuerungskugel. So früh im Spiel ist sie auch super genial. Manche haben schon auf Reddit oder ähnliche Portale geschrieben, dass sie nach den ersten drei Creep Rounds bekommen haben. Da muss man echt viel Glück haben. Haben dann vielleicht irgendwie trotzdem verloren. Aber nach den ersten Runden schon die Erneuerungskugel zu haben, ist ein super, super Plus. Den kann man dann getrost irgendeiner Magiereinheit in der Hand drücken erstmal. Zum Beispiel so ein Flammenmagier. Dann setzt er seine Fähigkeit von diesem Strahl zweimal ein. Oder nachher der Sirene, die versteinert dann die gegnerischen Einheiten zweimal gleich hintereinander und die können halt nichts machen. Das ist halt echt super stark. Ja. So, der andere Gletscherclan-Ritterspieler, wie heißt der? Kruger? Ja, der ist auf Level 8. Ich glaube, er hatte schon die Gerses-Synergie durch den Sensenmann voll, sodass er uns damit überrannt hat. Nur deswegen haben wir verloren. Ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen gucken, dass wir unsere Gesundheit so bei 41 lassen. Aber 41 ist echt ein guter Wert, für dass wir am Anfang, weiß ich nicht, die ersten 15 Runden einfach nur verloren haben. Da kann man nicht meckern. Da bin ich schon mit weniger Gesundheit bis Runde 15 rausgegangen. Aber die Strategie ist echt gut. Also wir sammeln unser Gold bis Runde 14. Versuchen so wenig Gesundheit wie möglich zu verlieren und hauen dann alles raus für eine 3-Sterne-Einheit. Ist echt eine coole Strategie, die auch echt gut funktioniert. Also egal jetzt, ob Gletscherclan Ritter oder Goblin Roboter, da funktioniert es auch sehr gut. Ja, man kann es auch bei Jägern machen. Da versucht man dann halt den Kriegsgott auf Level 3 hoch zu pushen und wenigstens den Agassiz Ranger, beides ein Goldeinheiten. Ja, sobald man die so auf Level 3 hat, vor allem den Kriegsgott auf Level 3, da kommen erstmal so schnell nicht die anderen vorbei an dem. Und der Agassiz Ranger auf Level 3, wenn der in den hinteren Reihen steht, der fokust auf jeden Fall schon eine Menge Einheiten einfach weg. So. Was spielt unser Gegner? Ich glaube, ist das eine Götteraufstellung? Ah, könnte ganz gut sein. Ah, der hat schon den Devastator. Heißt der Devastator? Nee, der Zerstörer. Der Zerstörer. Der mit der Bombe. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Und das ist die Einheit, die man für eine erfolgreiche Goblin-Roboter-Synergie auf jeden Fall braucht, den Zerstörer. Wenn man den nicht findet, wenn man so Level 9 ist, auf Level 9 findet man den halt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit und Level 10 sind es glaube ich 5%, Level 9 3 und Level 8 1%. Wenn man den mit der Aufstellung Goblin-Roboter nicht findet, dann hat man echt verloren. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man schnell Level 9 oder 10 erreicht und dann so
bis auf 0 Gold runterrollt, wenn es sein muss, und den einfach findet, weil ohne den wird es echt schwer gegen die anderen Aufstellungen. So. So, jetzt mittlerweile sind wir Runde 25, wieder bei 41 Gold angekommen. Haben jetzt auch eine Kira-Axt gefunden und ein Schild, womit wir die göttliche Gabe, ich glaube die göttliche Gabe heißt es, auf den Höllenritter, dem Höllenritter geben können. Und der kann damit ein Schild für alle angrenzenden Einheiten geben. Das ist ziemlich stark. Ja. So, jetzt auf Level 8 hoch. Haben noch 25 Gold. Das passt erstmal. Und dann kann ich den Sensenmann einsetzen und habe auch gleich noch die Gerses-Synergie und die Hexmeister-Synergie. Wodurch sich meine Einheiten auch ein bisschen hochheilen. Nicht viel, aber das macht schon ein bisschen was aus. Ja, ab jetzt wird die Aufstellung super, super stark. Hier haben wir wieder unseren Gegner von vorhin, der uns einfach überrannt hat. Die 6 Krieger. Jetzt hat er noch einen, den, wie heißt er denn, Holzweiser? Nee, der andere. Der, die Klaue, der so ein Bär spawnt. Ja, den hat er noch dabei. Ja, und jetzt hat er keine Chance mehr gegen uns. Vorhin haben wir verloren und haben unglaublich viel Gesundheit verloren und jetzt haben wir ihn einfach platt gemacht. Jetzt haben wir den Höllenritter auf Level 3 und jetzt kann uns nichts mehr stoppen. Der ist super stark auf Level 3. Für den Geisterklingenritter fehlt uns auch nur noch einer. Haben jetzt schon den Sensenmann auch auf Level 2. Ja, waren ein paar glückliche Erneuerungen des Shops dabei. Waren auf jeden Fall nicht schlecht. So, und für Level 9 habe ich mir schon mal einmal den Sturmschaman gebunkert auf der Bank. So, der andere spielt auch Gletscherclan-Ritter. Auch auf Level 8. Ja, der hat genau dieselbe Aufstellung wie wir. Allerdings hat er nur den Frostritter auf Level 3 und wir haben den verzweifelten Doktor und mittlerweile den Höllenritter auf Level 3. Ja, also auf dem Rang hier, König 2, da spielen unglaublich viele Gletscher-Clan-Ritter, weil es einfach eine Aufstellung ist, die unglaublich stark ist. Und wer da dann als erstes den Höllenritter bzw. den Geisterklingenritter auf Stufe 3 hochgepusht hat, der gewinnt meistens das Spiel als Erster oder wenigstens Zweiter. Es sei denn, der Gegner hat ist denn so der direkte Counter für Gletscherclan-Ritter. So ein bisschen Jäger ist auf jeden Fall nicht schlecht gegen die Aufstellung. Was ist noch stark? So Drachenmagier ist auch eigentlich nicht schlecht. Da braucht man echt viel Glück mit den Ritterschilden, die Einheiten bekommen. Ansonsten hat man auch echt Probleme, wenn der Tortula-Elder seine Druckwelle nach vorne schießt. Ja, ansonsten gibt es halt nicht viel. Sogar so eine Federclan-Aufstellung mit 6 Federclan-Einheiten hat es tatsächlich sehr schwer gegen die Gletscherclan-Ritteraufstellung. Ja, das ist echt so ein bisschen gerade sehr eintönig, vor allem der Weg zur Rangdame, ja, auch für mich gerade. Man spielt halt echt oft Gletscherclan-Ritter. Oder Drachenmagier. Ab und zu versuche ich es dann doch mal mit Jägern, wenn man relativ schnell im Spiel den Zwergmusketier gefunden hat. Da kann man schon mal ganz gut abräumen. Brauche allerdings auch echt gute Items. In der Runde habe ich ganz gute Items bekommen. Aber es gibt auch so Runden, da kriegt man nur diese Widerstandsrüstung. Dracula-Masken ohne Ende. Ja, was will man damit? Ist einfach mal vorbei. So, jetzt haben wir hier noch die Sense gefunden. Die setzen wir auf den verzweifelten Doktor. Jetzt hat er schon 2 legendäre Gegenstände. Ja, echt ein bisschen glücklich hier. Aber die anderen haben auch manchmal echt ein bisschen mehr Glück als wir. Deswegen, wir verdienen das schon mal.
Eine Runde hatte ich letztens, da war der Drachenritter auf Level 3 und hat mich einfach zerrissen. Jetzt bekommen wir noch den Geisterkristall. Angriffstempo erhöht um 70% auf den Geisterklingenritter. Damit geht er gut ab. Also, so eine Items möchte man eigentlich immer sehen. Ja, mit dem neuen Update kommt ja auch ein neues Item-System dazu. Bin ich sehr gespannt, dass wenn man in den ersten drei Creep Rounds vor allem kann man sich, wenn man die besiegt, die sind ja jetzt nicht so schwer, die sollte man eigentlich immer besiegen. Es sei denn, man nimmt, keine Ahnung, irgendwelche Einheiten, hier dreimal den, nee, dann wäre es auch wieder eine Zwei-Sterne-Einheit, keine Ahnung, einmal den, diese Winterfledermaus. Vielleicht noch das Einhorn oder noch irgendeine komische andere Einheit. Ja, da kann man dann schon mal Runde 3 von den ersten 3 Runden verlieren. Aber ja, ich versuche euch ja beizubringen, dass ihr auf jeden Fall die ersten 3 Runden immer gewinnt. Die Wolf-Runde immer gewinnt. Ja, deswegen immer schön aufpassen und meine Tipps beherzigen. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Weiß ich gar nicht. Ja, mittlerweile ist jetzt nur noch ein Drachenmagier dabei, der Krieger mit den Bestienkrieger und noch ein Magier. 6 Magier. Genau, jetzt gucken wir mal, wo die alle stehen. Ja, der Krieger hat auf jeden Fall ja, schön ein Update installiert. Mal auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall auf diese Synergie, wie heißt die? Naga, nee, nicht Naga, kommt aus Dota 2, weiß ich nicht. Nee. Naja. Oh, ich weiß es nicht. Zumindest um den Magieschaden zu reduzieren. Gibt es halt diese Synergie, entweder wie heißt denn der echt nervige Assassine, der Nachtwanderer im Meer, der Meereswächter. Wenn man die beiden hat, dann hat man schon mal diesen Grund-Magieresistenzschild. Dann gibt es noch die Sirene und den Tsunami-Jäger. Wenn man die 4 hat, dann hat man auf jeden Fall einen sehr, 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 sehr. Dann hat man sehr viel Magieresistenz und dann kann so ein Drachenmagier echt einpacken. Oder ein normaler 6 Magier und noch ein bisschen was dazu. Weil da kommt ja nicht viel Schaden durch. Kann man auch in meinem Video sehen, wo ich die heilende Götteraufstellung spiele. Da kämpfe ich ganz zum Schluss gegen einen Jäger, der zumindest sehr, sehr viel Magieresistenz hat. Durch die Sirene und ich glaube, er hat noch den Meereswächter dabei. Da kommt dann auf jeden Fall nicht mehr viel Magieschaden durch. Ja, als Gletscherclan-Ritter, mit der Gletscherclan-Ritter-Aufstellung muss man auf jeden Fall einfach nur darauf hoffen, dass die Ritterschilde oben sind und gut verteilt. Ja, und dann kann man auch mal so ein Magier platt machen. So, jetzt sammle ich hier auch schon fleißig Einheiten, um die Magierresistenz aufrechtzuerhalten. Habe halt noch 55 Gold und habe mir gedacht, naja, okay, dann levelst du halt auf Level 10 hoch und setzt den Nachtwanderer im Meer und vermutlich den Meereswächter oder die Sirene ein. Nachtwanderer im Meer und Meereswächter haben halt den Vorteil, dass sie sehr, sehr günstig sind. Dann kosten halt nur 2 Gold und die Sirene findet man nicht so oft, weil es halt eine epische Einheit ist. So, jetzt haben wir schon die zweite böse Sichel. Und die sitzt jetzt, glaube ich, auf dem Sturmschaman. Die Sichel verwandelt halt gleich am Anfang einen Gegner in einen Pinguin. Und ja, das ist nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wenn man zwei von den Sicheln hat, ob die dann zwei Pinguine machen.
Und durch die Schamanensynergie wird dann noch ein Pinguin erstellt am Anfang. So, jetzt sind wir zwei Pinguine. Nee, sind nur zwei Pinguine irgendwie. Der Verräter macht verwandelt auch noch jemanden in Pinguin. Das sieht halt echt witzig aus. So. Ja, der Dean, der ist Level 10, hat allerdings nicht so viele Upgrades wie wir. Deswegen verliert er, glaube ich, auch. Also hätte er, weiß ich nicht, den Tortula Elder auf 2. Ja, den hat er, glaube ich, auf 2. Dann müssen wir mal kurz jetzt gucken. Das ist, glaube ich, die letzte Runde. Ja, genau, er hat halt den Drachenritter auf Level 1, also auf 1 Stern, den Gott des Donners auf Level 1. Ja gut, den findet man jetzt nicht so häufig auf Level 3. Also 3 Pinguine. Ich habe jetzt 3 Pinguine gezählt am Anfang. Das ist ja witzig. Ja, hat jetzt halt noch den Geist der Dunkelheit genommen, weil der ist so der beste Counter gegen Gletscher-Clan-Ritter, weil die Ritterschilde werden dabei ignoriert, wenn der Geist der Dunkelheit seine Sphäre auf dem Boden herstellt und zieht einem pro Sekunde 5% Leben ab. Ja. Ja, das war die Gletscher-Clan-Ritter-Aufstellung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Und ja, versucht einfach mal die Strategie aus mit, also falls ihr in der Situation seid, ja, ihr verliert gerade sowieso, dann gut, lasst es einfach zu. Verliert ein paar Runden und sammelt so viel Gold wie möglich und rollt es in einem Rutsch runter, bis ihr wenigstens eine Level 3 Einheit, also eine 3 Sterne Einheit bekommt, und dann rollt ihr das Feld von hinten auf. Hat hier in dem Video sehr, sehr gut geklappt mit dem verzweifelten Doktor, später noch dem Höllenritter und dem Geisterklingenritter. Funktioniert halt, wie gesagt, auch mit den Goblins, aber da ist es eher schwer, dann nachher den letzten Goblin zu finden. Vielleicht mit dem neuen Patch wird es ja einfacher. Ich glaube schon, weil der ja, durch die Zauberer. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Gut, dann war's das für heute. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.